Also ich empfehle ja oft, dass ihr ganz banal anfangt und gerade bei Ungleichungen, wo hinterher so viele verschiedene Sachen stehen wie Intervalle, was man erkennen muss. Und ich gehe jetzt wirklich mal ganz banal ran und fange auch mal an mit, wo dann ein Gleich steht und nicht eine Ungleichung, sondern steht ein Gleich. So, x gleich 4, das war mir ja gewohnt, auch wenn man Gleichungen gelöst hat, dass dann im besten Fall ein Ergebnis rauskommt, wo ihr dann seht, okay, x ist gleich 4 und wenn ihr so einen Zahlenstrahl anreißt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, minus 5, dann kann man das wunderbar zuordnen, nämlich 1, 2, 3, 4, da hockt die 4 und alles war okay. Und was ist, wenn da jetzt sowas steht wie x? Erstmal diese Geschichte mit dem Schnabel, wie man es liest, x größer gleich 2. Was heißt das? Das heißt erstmal, okay, größer gleich. Das hat also, irgendwie hat es was mit gleich zu tun. 1, 2, ich fange bei 2 an, aber größer gleich 2. Also auch 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter bis ins Unendliche. Man kann weiter damit spielen. Was ist mit den Zwischenbereichen? Gelten die auch? Das wäre jetzt die Geschichte. Was ist denn x? Ist das Element aus den reellen Zahlen, dass ich wirklich sagen kann, was fällt unter die reellen Zahlen? Also zum Beispiel eben auch die Brüche. Was ist, wenn da steht x-Element aus den zum Beispiel natürlichen Zahlen, wo ich dann auch wieder dran denken muss, was sind denn die natürlichen Zahlen? Dass ich dann eben wirklich hier nur sagen kann, 2, 3, 4, 5. Grundsätzlich erstmal wichtig, dass ich den Sprung schaffe von gleich 4, ich gehe genau auf die 4 drauf, größer gleich, wir haben einen Bereich und der fängt hier offensichtlich bei 2 an. Warum fängt der bei 2 an? Weil da größer gleich 2 steht. Was ist, wenn da x größer 2 steht? Auch hier nochmal, da kann man hinterher in die Tiefe gehen. Wie genau ist definiert, für was x gelten soll, aus welchem Bereich, aus welcher Zahlenwelt? Vielleicht schieße ich da raus auf das Video mit den Zahlenbereichen, weil da muss man nochmal einzeln reingehen. Das ist wieder eine Teilvokabel. Wenn ich jetzt hier anfange und gehe mal von den natürlichen Zahlen aus, dann ist eben die 2 nicht mit drin, weil die 2 ist nicht größer als 2. Also müsste ich hier bei der 1, 2, 3 anfangen. Und was ist dann größer als 2? Nicht nur die 3, auch die 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und so könnte ich hierfür auch schreiben, x ist größer gleich 3, wenn gilt natürliche Zahlen. Weil ansonsten auch da nochmal drüber nachdenken, was ist alles größer als 2? Da könnte ich auch zum Beispiel hier 2,1 nehmen. Also ihr seht schon, wie man jetzt so langsam mit so ganz banalen Sachen ganz viel schon basteln kann. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn man direkt zum Beispiel bei Ungleichungen rangeht mit Lösungen, die Lösungen interpretieren soll, denn jetzt kann ich das ja mal wie folgt kombinieren. X kleiner gleich 5. Was wisst ihr jetzt? Okay, x kleiner gleich 5. Ich starte mal bei der 5. Kleiner gleich heißt, die 5 ist mit dabei. Und kleiner gleich, da gucke ich jetzt nicht nach rechts, nach größer gleich, sondern nach links, nach kleiner gleich. Also die 4, 3, 2, 1. 0, minus 1, minus 2. Und jetzt müsste man direkt sagen, Moment, die Minuszahlen, dafür müsste ja dann gelten x-Element aus den ganzen Zahlen. So, auch da wieder aufpassen, was gilt, weil da kann man so viel dann einschränken. Wenn man die Vokabeln aber hat, könnte man ja jetzt sagen, was ist denn, wenn diese beiden Sachen, also wenn das beides zeitgleich gilt, also sowohl x größer gleich 2, und x kleiner gleich 5. Welche Zahlen sind dann geltend, wenn man sagt, das und das zeitgleich? So, und jetzt, wenn man darüber nachdenkt, deshalb am besten immer mit so kleinen Beispielen anfangen. Okay, ich weiß, ich gehe jetzt mal davon aus, wir sind hier in dem Bereich. Hierfür gilt, größer gleich 2 ist die 2. Die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, die 8 und so weiter. Also alles ab hier und dann könnte ich das auch so, keine Ahnung, anpinseln mit einer Farbe, was auch immer. Hier nehmt ihr euch, die 5 ist mit dabei,
wegen kleiner gleich und dann die 4, 3, 2, 1 und so weiter. Also könnte ich jetzt eine andere Farbe vielleicht hier anpinseln. Ja? So, und jetzt seht ihr schon, wie ihr einen eingeschlossenen Bereich habt, ein Intervall von 2 bis 5 und nur die 2, die 3, die 4 und die 5 gelten, weil vorher da stand, sowohl das als auch das zeitgleich muss gelten. Und dann ist man irgendwann bei der Schreibweise, die x größer gleich 2 und die x kleiner gleich 5 sollen zeitgleich gelten. Welche Werte erfüllen das? Und wenn man das komplett so hingeklatscht bekommt, dann fehlen einem oftmals so die Grundlagen, um sich da hinzuarbeiten. Denn jetzt kann ich natürlich auch rückwärts gehen. Jetzt schnappe ich mir das mal hier raus und stelle das jetzt mal um zu x minus 2 größer gleich 0. So, das ist jetzt auch wieder sehr banal, aber müsst ihr euch vorstellen, ihr hättet das und solltet jetzt angeben, was gilt dafür. So, dann stellt ihr halt um, plus 2 landet hier. Also plus 2, das ist jetzt eine Ungleichung, ne, weil ihr nicht habt, x minus 2 ist gleich 0, wo ihr sagt, alles klar, plus 2 rüber, x ist gleich 2, mit dem ganzen Paket, mit entsprechenden Zeichen, auch Äquivalenzzeichen. Auch das wiederum nochmal ein separater Punkt, wo müsst ihr bei Schreibweisen drauf aufpassen. Jetzt nochmal der Sprung von Gleichung zu Ungleichung, also plus 2, ihr landet hier. Ihr könnt interpretieren, es ist größer gleich, also ab der 2 bis ins Unendliche. Wenn ihr dafür dann entsprechend angeben solltet, die 2 ist mit drin bis unendlich, unendlich natürlich nicht mit drin. Schon ist man bei der Schreibweise, wann mache ich eine Klammer, wohin ist die Klammer gerichtet, arbeitet ihr mit runden und eckigen Klammern, auch das wieder nicht durcheinander bringen lassen. Ich versuche hier wirklich deutlich zu machen, wie man von dem Kleinen auf das große Gesamte schließen kann. Das ist eigentlich die Faszination Mathematik. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, nehme ich mal das hier, zum Beispiel, ich mache es mal anders, ich nehme mal das x auf die Seite, also 0 kleiner gleich 5 minus x und verpacke das beides mit und das wäre zum Beispiel so eine Geschichte, das und das soll zeitgleich gelten, gebt doch mal das Intervall an. Also jetzt könnt ihr rückwärts arbeiten und landet dann genau dort. Und dann kann man das Ganze mit Bruchungleichungen verbinden und dann macht es irgendwann dann eigentlich Spaß, weil man es ja vom Kleinen her mit den ganzen Details verstanden hat. Und ich habe auch noch Beispielvideos dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, hüpft ins Fragenportal. Matcht euch mit jemandem. Oftmals ist es so, es sind so spezielle Fragen, die kann dann eben nur ein Mensch beantworten. Ich versuche es ja noch immer dann runterzubrechen und möglichst euch deutlich zu machen, dass ihr ein Verständnis habt und hoffentlich dann durch diese Themen easy durchkommt.